50 Tage, 50 Gleichungen, heute mit Tag 41 und es ist wieder eine trigonometrische Gleichung, die wir lösen wollen. Heute vom Typ Tangens. Ich würde sagen, geil, los geht's. Tag 41 und die Gleichung sieht so aus. 5 mal Tangens von x ist gleich 0. Und als allererstes fragen wir uns natürlich wieder, welcher Typ liegt vor und welche Tour müssen wir anwenden. Und hier ist es wieder einfach. X steht in Sinus, Cosinus oder Tangens, ja hier im Tangens, deswegen auch hier wieder eine trigonometrische Gleichung vom Typ 1, ja. Diese Gleichung ist auch trigonometrisch, weil das x im Tangens steht. So, Tool dazu heißt, Tangens zunächst isolieren und dann den Arcus Tangens oder den Tangens hoch minus 1 anwenden. Ups. So, was heißt denn Tangens isolieren? Tangens isolieren bedeutet, dass wir erreichen wollen, dass der Tangens alleine auf einer Seite der Gleichung steht. So, und was uns da jetzt hier noch dran hindert oder warum der Tangens noch nicht alleine steht, ist, weil hier vorne eine 5 steht. Das heißt, wir rechnen auf beiden Seiten der Gleichung zunächst durch 5. Ja? So, machen wir mal. Ziemlich einfach, dann haben wir nämlich Tangens von x ist gleich, naja, 0 durch 5. Ist einfach 0. Ja? Und jetzt haben wir schon den Tangens isoliert. Der steht alleine auf dieser Seite der Gleichung. Tangens steht hier alleine. Und jetzt können wir den Arcus Tangens anwenden oder den Tangens hoch minus 1. Beides ist das gleiche. Ja? Arcus Tangens oder Tangens hoch minus 1. Je nachdem, was der Lehrer oder der Lehrerin hier vorgeschlagen hat. Ich nenne es jetzt mal Arcus Tangens. So, dann steht hier, ich schreibe es mal ganz langsam auf, Arcus Tangens von Tangens von x ist gleich Arcus Tangens von 0. So, was wir jetzt gemacht haben, einfach nur vor beide Seiten der Gleichung Arcus Tangens geschrieben. Okay, alles gut. So, und Arcus Tangens und Tangens sind Gegenoperationen. Arcus Tangens und Tangens sind Gegenoperationen, die sich aufheben, sodass wir hier haben dann x ist gleich Arcus Tangens von 0. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, Arcus Tangens von 0, was ist das denn? Um das zu lösen, schauen wir uns den Graphen der Tangensfunktion an. Und er sieht so aus, fancy, verschiedene Äste, die hier so verlaufen, ja. Und auch der Graph der Tangensfunktion, der ist periodisch. Das heißt, diese Äste, die tauchen immer wieder auf. Ja? Spannend zu wissen wäre, dass wir hier eine Definitionslücke haben bei irgendwie Pi halbe. Also hier, Pi halbe ist eine Definitionslücke. Bei Pi haben wir hier eine Nullstelle und so weiter. Ja? Wenn wir jetzt wissen wollen, was der Arcus Tangens von 0 ist, stellen wir uns die Frage, an welchen x-Stellen wird der Graph der Tangensfunktion 0. Ja? An welche x-Stellen wird der Graph der Tangensfunktion 0? Schauen wir mal. Na hier, hier, hier und so weiter. Ja? So. Und die erste Stelle, die wir da haben, im positiven Bereich, das wäre die 0. Dann haben wir Pi. Als nächstes käme 2Pi. Dann käme 3Pi. Und so weiter. Ja? Und dann ist die Lösung dieser Gleichung x ist gleich, naja, Vielfache von Pi. Ganzzahlige Vielfache von Pi. Das ist dann k Pi und k ist Element Z. So. K Pi und k ist Element Z. Das ist hier unsere Lösung. Das bedeutet, du kannst jetzt für k 0 einsetzen. Wenn du für k 0 einsetzt, dann kommst du hier auf diese Lösung. Wenn du für k 1 einsetzt, dann haben wir einmal Pi. Für k minus 1 kommen wir hier auf diese Lösung. Minus Pi und so weiter. Wenn wir jetzt für k2 einsetzen, hätten wir eine weitere Lösung hier hinten. Die ist jetzt auf dem Graph nicht mehr drauf. Tangensgleichungen kannst du also genauso lösen wie trigonometrische Gleichungen vom Typ Sinus oder Cosinus. Zunächst wird der Tangens isoliert. Ja, das hier in dem
Beispiel schon der Fall gewesen. Dann wendest du den Gegentangens, den Arcus Tangens an, um auf die Lösung zu kommen. Hier auch wieder Periode beachten, weil Tangensgleichungen auch wieder unendlich viele Lösungen haben. Zumeist, wenn der Definitionsbereich nicht eingeschränkt ist. Du kannst das kurz üben. Ich habe eine kleine Gleichung für dich vorbereitet. Sie sieht so ähnlich aus wie die Gleichung, die wir gerade gerechnet haben. Und zwar 6 mal Tangens von 2x ist gleich 0. Mir geht es nur darum, dass du einmal nochmal selber aus dem Gedächtnis machst, denn du möchtest ja Meister oder Meisterin der Gleichung werden. Es gibt ein Wiedersehen an Tag 42. Auch da wird wieder eine schöne Gleichung für dich vorbereitet. Lass es dir gut gehen. Bis dahin, schau und tschüss. Dein Rick.